Ich habe Würfel gefunden. Dann lass uns mal spielen. Auf geht's. Ja, hallo liebe Leute. Herzlich willkommen zurück in diesem netten kleinen Kanal. Die, die aufgepasst haben, wissen ja, wir hatten in der letzten Folge hier dieses sehr, sehr seltene, man könnte fast sagen, unglaublich seltene Brettspiel. Ich habe jetzt mal einen Würfel gesucht, hier so ganz Standard, und wir spielen das jetzt einfach mal. Also, was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Nein, es gehört gespielt. Es ist das Spiel, es gehört gespielt. Genau. Aber ich würde sagen, bevor wir das spielen können, müssen wir zuallererst mal die Review zu den Dudes auschecken, weil sonst weiß man ja gar nicht, wer das ist. Richtig. Also checkt das auf jeden Fall aus. Checkt die Review aus. Und wir müssen wissen, wie man spielt. Weil ja. Gut, du hast einen Würfel und es sieht aus durch die Felder, als wüsste man, was da abgeht. Genau. Aber wir gehen ganz kurz auf die Regeln ein. Genau, ja? Okay. How to play Legoland Pirates The Treasure Hunt. Also, wir brauchen 2 bis 4 Spieler. Gut, wir sind zu zweit. Ab 5 Jahre. Ja. Ja, okay, ist gegeben? Ich glaube ja. Gut. Using this the figures in this pack. Darauf sind wir in der Review da schon eingegangen. Wir nehmen jetzt die Minifiguren aus dem Battle Pack und nicht die Pappfiguren aus dem eigentlichen Spiel. Ja, ja. Also such dir mal einen aus und dann such ich mir einen aus. Ich nehme gleich hier den Kapitän, glaube ich. Gut, dann nehme ich den Blaurock-Offizier. Okay, dann packe ich die mal wieder vorbildlich zur Seite. Und jetzt kommt die Frage, wo geht's los? Ich würde mal tippen, dass es hier genau vorne losgeht. Denn hier steht, you are in the tropical sea with a treasure map. Ja. Ja. The okay. object of the game is to reach the treasure first. Und man beginnt, indem man, jeder Spieler sucht sich eine Figur aus und setzt die an den Startpunkt, das ist hier. Und der Schatz, den darfst du nämlich auch einsetzen, kommt hierher auf den gezeichneten Schatz. Du kannst quasi, also das ist ja eine wunderbare Repräsentation des Schatzes. Der kommt dahin. Ich überlege gerade noch, ob wir die Säbel wegnehmen, damit sie besser stehen. Ja. Die sind ja jetzt im Spiel vertieft und wollen sich nicht töten. Und jetzt geht's nämlich schon los. How to play. The youngest player begins. Na dann, das bist du, Andi. Warte, ganz kurz, wir gehen noch durch. Players take turns moving their figures by rolling the dice. Okay, das ist ganz, ganz simpel. If a player lands on an illustrated square, he or she must follow the special instructions given below. Mhm. Das ist zum Beispiel hier diese Rumflasche oder hier das Floß. Mhm. Dann gibt es hier unten ein Set of Instructions, was man dann tun muss. Alright. Okidoki. Players choose their own way at fork of the road. Also quasi so wie hier oder hier. Ne, hier kannst du es dir nicht aussuchen, aber hier kannst du es dir aussuchen, ob links oder rechts lang. Mhm. Oder hier ist, glaube ich, auch nochmal geforkt. Mhm. Mhm. Wir werden sehen. Genau, more than one figure can occupy the same square. Das heißt, man kann sich nicht rausschmeißen. Wenn wir auf demselben Square landen, dann ist das in Ordnung. Okay, wird ein bisschen eng bei den beiden Freunden. Das stimmt allerdings. Ja. Aber wir werden es trotzdem managen. Weißt du, was auch richtig cool wäre? Wenn du hast doch vor kurzem eine Review zu dem Set gemacht, wenn das hier stehen würde. Oder wenn das Floß hier stehen würde. Wobei, das würde schon einiges an Platz einnehmen. Also außerdem... Das würde noch hinpassen. Wenn man jetzt hier unten zum Beispiel das Gouverneurskastell hinstellen würde, das wäre ein bisschen groß. Aber ich sagte, was passieren würde. Wenn ich dir den hier hinstelle, dann schnippst du die ganze Zeit die Dinger durch die Kante und du konzentrierst dich aufs Spiel. Nee. Ja, richtig. Richtig. Okay. The game is won by the first player to land directly on the treasure square. Das heißt, du musst direkt dort landen. Also das wäre dann auf dem Kreuz, ne? Ja, if a player rolls too high. Was? The player is to move the remaining squares backwards. Oh. Oh, krass. Also wenn ich jetzt zu hoch, musst du zurück. Wenn ich jetzt hier stehe und habe keine 2, sondern eine 5, muss ich 1, 2, 3, 4, 5 zurück. Das ist ja mies. Ja, also wenn du drüber rollen würdest, musst du zurück und dann musst du aussetzen beim nächsten Mal machen. Okidoki. Here's to a good treasure hunt. Yes. Ich bin total beeindruckt von diesem
von diesem Boot, von diesem Schiff. Das ganze Setup ist einfach nur Plexis Barracuda. Grandios. Du siehst ja, es ist quasi gezeichnet auch wie so eine ausgerollte Schatzkarte. Richtig. Super, geil. Cool. Wirklich, wirklich schön. Ich starte, denn ich bin ja der Jüngste. Richtig. Und auf die einzelnen Aktionsfelder gehen wir drauf ein, wenn es losgeht. Richtig. Genau. Also das erste Aktionsfeld ist tatsächlich die beiden Fußabdrücke, aber hier steht nur Here your treasure hunt begins, have a nice trip. Na toll. Also das ist wahrscheinlich, wir gehen jetzt mal dahin, hätte ich gesagt. Ja, okay. Alles klar. So, die 6, darf man bei einer 6 eigentlich nochmal? Nee, eins, steht zwei, nicht so dabei. Nee, warte mal. 1, dann zähle ich ja ab dem. 1, genau. 2, 3, 4, 5, 6. Und hier wird es schon problematisch, weil hier der Plan ein bisschen einen Bogen hat und der nette Freund dann nicht ganz gerade steht. Man hätte jetzt natürlich dem einfach noch ein 2x2, eine 2x2-Platte drunter unter die Füße klemmen können, da hätte der noch besser gestanden. Hast du die Griff bereit? Habe ich die Griff bereit? Das ist nämlich eine super Idee, dann machen wir das einfach mal so. Nee, habe ich nicht griffbereit. Ich sehe uns schon ständig die Figuren wieder hinstellen. Naja, das ist glaube ich auch, das ist der Reiz. Ich habe nämlich... Dann machen wir das einfach so. Nee, ich müsste jetzt hier... Sollte es uns nerven, ja, dann kümmern wir uns. Das war so klar. Jetzt sitzt er, guck mal. Okay, gut. Ich stelle mal wieder hin. Du darfst ruhig würfeln. Okay. Ich hätte jetzt zwar gesagt, bei einer 6 darf man nochmal würfeln, aber... Nö. 4. Oh. Ich lande natürlich auf dem Rum. Und er fällt um. Schmeißt dich um. Das war ein Rhyme. Warte, ich stelle den mal andersrum hin, dann hält es vielleicht besser. Nee, ich schmeiß den um. Darum. You have loaded too much rum and too little water on your boat. Darkship. Darkship ist wahrscheinlich... Dark Shark. Das ist wahrscheinlich der Codename für die Black Seas Barracuda. Sail back to the starch to fetch water. Na, danke. Das ist ja ärgerlich. Aber den Rum gibt es nur da... Okay. Dieses Rumfeld gibt es nur da vorne. Ja. Man würde sich, glaube ich, ärgern, wenn das hier im hinteren Bereich wäre. Ja, ich glaube, es gibt alles nur einmal. So. Ach so, hier darf ich mir überlegen, ob ich... Du darfst jetzt überlegen, ob du in welche Richtung du jetzt gehst. Okay, ich glaube tendenziell oben lang ist kürzer, weil ich muss ja dann hier rüber. Es kann natürlich sein, dass es oben riskanter ist. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich kenne die Felder nicht. Ich gehe mal oben lang. Das Beste wäre gewesen, wenn du da gelandet wärst, weil dann hättest du, glaube ich, abkürzen können. Ah. Aber mach, wie du willst. Geh da oben, geh oben lang. 1, 2, 3. Ich lande aber auch immer zufälligerweise auf den Feldern, die so ein bisschen wellig sind. Aber ey, es ist Ozean. Das Ding ist 33 Jahre alt. Wahnsinn. Und Ozean noch dazu. Wahnsinn. Ich hatte jetzt schon ganz kurz... Ich dachte auch, du landest wieder auf der Rumflasche. Hängst schon wieder an der Flasche. Aber bei meinem Glück komme ich jetzt die 1 und dann... Oh, knapp vorbei. Riesenschritte. Wir legen den mal kurz dahin. Der darf sich auch mal ganz, unter ganz die Palme ausruhen. Ach, 6. Ich gehe aber jetzt mal unten lang, damit es spannender wird. Ja, ja. Ja? 3, 6. Oh, auch eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du befindest dich jetzt quasi im Territorium des 6270. Ja. Und dieses wunderbare gezeichneten Totenkopfsteins. Das Motiv des Totenkopfs wird ja dann später auch immer mal aufgegriffen wieder. Richtig. Gerade bei sowas vielleicht ein Vorbote. Auch der Pelikan da oben, der fetzt ungemein. Der ist ja wirklich total abgefahren. Oh, ich habe wieder eine 6. Krass. Und ich bin hier unten quasi in so einer Art Wüste gelandet, fast. Oh, 1. Riesenschritte. So, eigentlich hätten wir uns auch noch etwas Schönes zu trinken mit ins Video nehmen können. Das fällt mir jetzt gerade ein. Das war immer sehr, sehr cool, wenn man als Kind mit den Eltern gespielt hat und hat nebenher noch irgendwas Leckeres gefuttert. Aber ey, beim nächsten Mal. Ja. Ist mir bloß gerade eingefallen. Bei uns wurde übrigens sonntags auch gerne mal gespielt. So Spiele-Nachmittage. Erinnere ich mich noch dran. Habe ich mit meinen Eltern dann, also, ne, Mensch, ärgere dich nicht, irgendwelche anderen Sachen. Ja. Rommi haben wir auch ganz viel gespielt.
Oh, fast. Ich glaube, wenn ich auf dem Boot gelandet wäre, hätte ich vielleicht sogar nach da drüben abkürzen dürfen. Ja. Aber. Ich habe gerade noch eine andere Idee, Bitte. um die Leute mal so ein bisschen mitzunehmen. Man könnte ja auch immer gucken, was diese einzelnen Felder, die schon hinter einem liegen, bedeuten. Also mich hätte jetzt zum Beispiel interessiert, was das hier bedeutet. Das sieht aus wie ein Gefängnis. Ja, das ist die Gefängnistür und die sagt: You are captured by Governor Broadside's soldiers and thrown into the dungeon at Fort Sabre. Miss one turn. Ah, okay, das ist das hier wahrscheinlich. Eventuell, Der wobei ist Codename. ja das Set, das ist jetzt hier nicht mit drauf, Saber Island gibt mit diesem Turm auf dieser Stimmt, einsamen Insel stimmt, eventuell auch das. Aber das ist natürlich ein stimmt, Fort, das stimmt, kann schon sein. stimmt. Zumal dem die Lokation auch relativ nah ist. Richtig. Und hier oben diese Die Schatzkarte. Schatztruhe, Schatzkarte wäre gewesen: Spinoza the Monkey. Oh, hier. Ja. Steals your treasure map. Have patience till you catch him again. Miss one turn. Also hättest du dann einmal aussetzen Okay, das müssen. heißt, hier wäre aussetzen und hier wäre auch Genau. aussetzen. Und bei dem Pfeil: Bei Popsy dem? the Parrot shows you a shortcut. Ah Follow ja. the dotted line into the next square. Also das ist Popsy, Gut, der das ist natürlich gut. Papagei. Das heißt, man müsste, wenn man hier anfängt, müsste man 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann eine 1. Ja, okay, alles klar. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich an diesem Feld vorbeikomme oder ob ich da direkt drauf komme. Nein, noch nicht. Du hast eben schon eins. Ja, ne? Ich würfel immer entweder eine 1 oder eine 6. Vier. Und was wäre das jetzt gewesen? Das Schiff ist natürlich das wunderbare Boot. Boot aus der letzten, nein, aus der vorletzten Piraten-Review, na? Harbor Sentry. You may be in luck if you throw a 2 or a 4 in your next turn. You can bribe the soldier in the gunboat to sail you to Treasure Island. Ah, hier, guck mal. Ja. Du musst aber eine 2 oder eine 4 würfeln und Ja. dann kannst du ihn quasi schmieren und hätte er Okay. dich mitgenommen. Oh, ich habe so, da so eine dumpfe Vermutung, das funktioniert hier oben auch. Das heißt, ich müsste jetzt Ja. noch eine 1 würfeln. Ja. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Some pirates are on their way to Treasure Island on a raft. Ja. If you throw 3 or 5 in the next turn, you will be allowed to sail with them. Genau. Also wir hätten beide. Witzigerweise, ich habe mich als Blaurock entschieden, unten lang zu Stimmt. gehen und bei quasi in meiner Stimmt. Fraktion mich zu Stimmt. bewegen und du andersrum. Wobei ich mich dann frage, warum sollte er den schmieren müssen? Wäre genau andersrum Stimmt. richtiger. Ach, ist ja egal. Stimmt. Stimmt. So. 1, 2, 3. Ach, jetzt kann ich mich auch entschließen. Ich glaube, bleib mal kurz drüber. Oder ich gehe noch mal kurz zurück, nicht, dass ich dann mich verzähle. Ja, was ist denn dieser Totenschädel? Meuterei auf der Bounty, hätte ich jetzt fast gesagt. Auf der. Jetzt habe ich Lust auf Bounty. There is mutiny on board of your ship Dark Shark. Ne? Also Meuterei. The pirates force you to walk the plank to make you tell where the treasure is. Also deswegen dieses Gezeichnete dort. Walk to the end of the plank and continue from there Ah ja. on to your next turn. Okay, das heißt, wenn ich hier drauf komme, Dann müsste ich musst du hier da lang hochlaufen gehen und und dann würde. musst du von da Genau. aus wieder lossetzen. Okay, alles klar. Das heißt, ich könnte. Es ergibt jetzt gar keinen Sinn, wenn ich da oben lang laufe. Da habe Richtig, ich da keinen ist quasi Vorteil. eine Sackgasse. 1, 2, 3, 4, 5. Aber wenn du da drauf landest, dann. Ich wollte gerade sagen, so wie ich jetzt bestimmt, aber ich lande eins davor. Dann wäre das so. Alright. Was wäre denn diese Wolke hier, wenn ich 1, 2, Die 3, Wolke 4. pustet, ich denke sowas wie Rückenwind. Ja, you get a fair wind. Jump 4 squares forward. Okay, das heißt, ich sollte jetzt 1, 2, ich sollte versuchen, eine 4 zu würfeln. Und ich sollte versuchen, alles zu würfeln außer einer 1. Eine Oh. 5. Tada! Ich Also noch muss. haben beide die Möglichkeit auf den Rückenwind. Ich brauche eine 3. Ah. 1, 2, 3, 4, 5.
Du brauchst eine 2. Nee, aber guck mal, wir teilen uns hier den Platz. Wahnsinn. Auf die, wir kommen nie weit weg voneinander. Ich hätte jeder so einen Magneten in der Tasche oder sowas. Also es hat bis jetzt sich für keinen gelohnt, den Weg zu gehen, den er gegangen ist oder ausgewählt hat. 1, 2, 3, was ist denn dieser Schwimmring? Wobei, um auf die Wege nochmal zurückzukommen, es wäre immer das Gleiche. Du könntest jemanden schmieren, um Dings zu kriegen, oder du setzt einen aus. Das stimmt. Obwohl ich gefühlt jetzt sagen würde, hier sind weniger Felder, mir kommt das kürzer vor, aber vielleicht sind es gleich viele Felder. Also wir können ja mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Habe ich das jetzt mitgezählt? Ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Es ist also wahrscheinlich ein Feld mehr. Du wolltest aber den Ring wissen, richtig? Der Rettungsring, genau, was das bedeutet. A hurricane throws you ashore, go to the first square on the coast. Das heißt, wenn du da hinkommst, dann die Wellen treiben dich bis dahin dann. Das heißt, ich sollte versuchen, jetzt eine 3 zu würfeln. Oder beim nächsten Mal dann halt eine 2. Oder ich werfe jetzt eine 3. Nee, werfe ich nicht. Ich werfe eine 5. 3, 5. Dieser Hai ist zu freundlich. Ja, finde ich auch. Das Auge hätte anders sein müssen. Und beim ersten Hingucken habe ich mir gedacht, warum, wenn die den hier über die Planke gehen lassen, warum hängt er da so halb in der Luft? Aber das wird ein schwimmendes Dings sein. Wahrscheinlich. 1, 2, 3. Ich habe übrigens gerade überlegt, vielleicht hat man damals auch diese Kassetten gehört, diese Piratenkassetten nebenher, mit den tollen Piratenabenteuern. Das würde für die Immersion auf jeden Fall noch mehr geben. Aber ich finde es alleine schon sehr unterhaltsam, hier zu sitzen und anhand dessen, was sich hier so ergibt, das ist sehr kurzweilig gerade. Ja. 1, 2, ich setz mal für dich. Gefühlt kommen die Dinger immer dann geworfen, wenn du sie nicht mehr brauchst. Richtig. 1. Ich rutsche in Riesenschritten voran. Wo willst du lang? 1, 2, 3. Nein, das ist nicht. Ach, hier entscheidest du dich nicht, weil das sind die Wege, stimmt, die da zusammenführen. 1, 2, 3, 4. Es kommen noch ein paar Aktionsfelder. Naja, du bist jetzt in Reichweite 1, 2, 3, 4 von diesem Feld. Was wäre das dann? Wir müssen uns gleich. Da kommt gleich noch eine schwere Entscheidung, glaube ich. You discovered that you have lost your treasure map. Go back to the square where you went ashore on Treasure Island. Also wenn du da drauf kommst, musst du bis dahin zurück. Mm. Wobei, hier steht where you went ashore on Treasure Island. Es kann also auch sein, wenn du jetzt von da kamst, müsstest du theoretisch bis dahin zurück. Mm. Oder bis dahin, was dich zwei Felder weiter zurückwirft. Okay. Du hast es geschafft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stand. Ich stand eins hinter dir, glaube ich, oder? Vermutlich standst du da. Ja. So. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre dann hier. Ja, genau. Okay, und ich darf jetzt keine 6 würfeln. Nee. Und warte mal, jetzt bist Kanone du... ist in Reichweite. Kanone ist in Reichweite. Governor Broadside and his soldiers discover you. You have to make a detour to escape. Das heißt, die haben dich erspäht und du musst dann außenrum. Das heißt, du wirst dann forciert, über den längeren Weg zu gehen. Ja, übrigens, dafür, dass es gezeichnet ist, ist trotzdem sehr viele Details drin. Guck mal, das ist die große Flagge. Und das ist exakt die kleine Flagge. Stimmt. So wie ich sie bei dem Set gezeigt habe. Weil hier fehlt dieses schwarze Etwas in der Mitte. Da ist es aber drauf, obwohl das kleiner ist. 3. Wahnsinn. Governor Broadside und seine Soldaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kann ich da stehen bleiben. Denn ich komme nicht mehr. Es tut mir leid. Nein! Das kommt durch die Schadenfreude. Oder? Aber du bleibst jetzt erstmal da stehen. Ja, aber ich muss außen lang. Ja. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Felder. 1, 2, ja, okay.
Das war durch meine Schadenfreude. So. Ach Mann. Uno. Sehr gut. Hatte ich doch gerade schon. Es ist eine Wucht. Ich hatte doch auch gerade eine 2. Was ist denn das für ein Würfel, den du hier hast? Das ist Würfel aus dem Spiel Hotel, auch aus den 90er Jahren. Das mit diesen, ein bisschen wie Monopoly, bloß mit solchen großen Gebäuden, also mit richtigen Gebäuden. Da hast du dann auch so Wolkenkratzer aus Pappe gebaut und so. Ist ziemlich, ziemlich cool. 1, 2, 3, 4, es kann sein. Was? Nein, Quatsch, echt jetzt? Ja, ja. Kommst du überhaupt nicht weg? Ey, das ist das dritte Mal in Folge, dass ich eine 2 habe. Weißt du, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist? Ich werfe jetzt bestimmt eine 6. Nee. Oh, das wäre 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich habe es noch nicht geschafft. 1/216 ist die Wahrscheinlichkeit, eine 3-mal in Folge eine 2 zu würfeln. Ah, ja. Ein Sechstel. Na, dann würfelst du doch jetzt nochmal. Nee. 6. Wo willst du dann eigentlich da oben lang? Oh. 1, jetzt 2, muss ich mich 3, entscheiden. 4, 5. Ja, genau, entweder hier hin oder hier hin. Also muss ich mich entscheiden für. Das Loch spielt aber keine Rolle, oder? Scheinbar nicht. Da weichst du aus. Okay, aber Vulkan ist auf der einen und Dynamit ist auf der anderen Seite. Mhm. Naja, du kannst ja mal lesen, was das beides ist. Die Volcano erupts, move 5 squares back. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Und die Dynamik. Das heißt, dann könntest du dich ja nochmal entscheiden. A rock slide blocks your way and you have to dynamite your way out. Miss one turn. Dann nehme ich die Dynamitstrecke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Bitte 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wäre jetzt wirklich gewesen. Da legt sich schon mal schlafen. Ja, aber gar nicht so viel rumgetrunken. Ich bin doch auf dem Rum gelandet. Sogar zweimal, oder? Nee, einmal nur. Du verwechselst gerade was. Derjenige, der hier zweimal auf Aktionsfeldern hintereinander landet, bist du. Bin ich nicht dreimal darauf gelandet? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ich bin dreimal. Aber das Gute ist, wir können das abklären. Wir können quasi sogar ein Instant Replay davon einbringen. Richtig. Bitte das nochmal auf. Entschuldige bitte. Ja, das war natürlich klar. Jetzt lande ich auf dem Dynamiten. 3, 4, 5, 6. Okay, du bist jetzt gleich zweimal. Also so gleicht sich das ja auch aus, ein Stück weit, ja, dass ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann ja mal anders langlaufen. Mit Riesenschritten. Jetzt geht's schon los. Wenn ich jetzt, ich bräuchte eine 8. Ich habe noch 7. 8 vor mir. Ja, ja, aber eine 6 wäre schon mal gar nicht so schlecht. Aber es gibt noch ein Aktionsfeld, nämlich bei Spinoza, dem Affen, dem Monkey. Spinoza, the monkey, hits you on the head with a coconut. You have to miss one turn. Ist natürlich großartig, dass der dir ausgerechnet eine Kokosnuss auf den Schädel wirft. Das Richtig. Kann er natürlich. Richtig. Also ich darf jetzt keine 5 würfeln. Warte mal, musst du nicht aussetzen? Du warst gerade zweimal dran. Du hast eine 6 gewürfelt und dann eine 1. Und eine 1, stimmt, richtig. Das war nur ein Test. Okay. Was passiert denn da? So viel für deinen Test. 5 zurück. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ja, es war nur ein Test. Das hast du davon. Immer noch keine 4. Keine 4, eine 5, danke. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt eine 2 und dann ist der Schatz mein. Und alles andere wäre blöder. 5. Nee, dann gehe ich natürlich nicht da lang. Ich gehe nicht da lang. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das wäre gut gewesen. Du könntest jetzt eine 6 würfeln. Dann müsste ich... 6 zurück. Nee, 4 zurück. Du musst die abziehen. Dann. Also ich dachte, ja, okay. Directly interacted with the player is to move the remaining squares backwards. Hm. Also ich bräuchte 2, eine 6 sind 4, also 4 zurück. Hey, ich sehe schon kommen, dass du da noch ein paar Mal hin und her musst, oder? Wahrscheinlich.
1, 2, 3, 4, 5. Und währenddessen ziehe ich ganz entspannt. Aber du musst auch erstmal an Spinoza vorbei. 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauche nur eine 6. Mehr brauche ich nicht. Wie groß war nochmal gleich die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt eine 1 würfel? Ein Sechstel. Na dann. Das erinnert mich gerade an irgendeine King of Queens Folge, wo sie in irgendeinem Casino sind. Ist Deacon nicht dann irgendwie der Spielerei so doll verfallen? Und hat irgendwie Haus und alles verzockt? Haben die dann nicht noch ein Motorrad gewonnen? War das bei King of Queens? In so einem Atlantic City? Die sind nach Atlantic City und zwar ohne ihren Frauen Bescheid zu sagen. Ich glaube, ganz, ganz, ganz heimlich. Ich glaube, dass Douglas ganz viel verliert und Deacon sitzt doch dann im Bett und lässt sich noch ein fettes Steak aufs Zimmer bringen, weil er gewonnen hat. Nein, Deacon sitzt an so einem Spielautomat und das ist in der Zeit, wo sich Kelly von Deacon trennt. Und er muss dann weinen, dreht sich weg und gewinnt dabei. Und kriegt den Gewinn ausgezahlt oder sowas. Das kann irgendwie auch sowas sein. Das müsste man nochmal gucken, ja. Ja, auf jeden Fall, um den Gedanken mal abzuschließen, hat mich automatisch daran erinnert. Ich brauche jetzt eine 1. Wie sagt man immer so schön, Papa braucht ein neues Paar Schuhe? Ich meine, mal gucken, was ich für Schuhe kriege mit diesem Lego-Gewinn. Komm, eine 1! Natürlich nicht. Jetzt muss ich 3 zurück, was mich automatisch in Schlagreichweite von Spinoza wieder bringt. Aber stell dir vor, du hättest 3 zurückgemusst, dann hättest du gleich nochmal aussetzen müssen. Dann hätte ich gleich einen Ball auf den Deckel bekommen, ja. Das wäre richtig mies geworden. 1, 2, dann... Du merkst meinen Atem in deinem Rücken. 4. 4. Zwei. Und ich brauche jetzt was? Auch eine 4. Du standst auf der gleichen wie ich. Das war ein langer Arbeitstag. Ja. Ja, natürlich. Du spürst meinen Metallhaken schon an deinem Genick. So. Ich brauche 2. Das heißt, und ich habe eine 3, das heißt, ich muss einen wieder zurück. Das heißt, ich darf nur einen vorrücken quasi. Weißt du? Nee, Quatsch, ich muss ja von mir aus zurück. Scheiße, das bringt mich zu Spinoza. Das heißt, du bist zweimal dran. Mist. Stimmt. Ich muss ja, ich, ja ich dachte ärgerlich. Jetzt, ich darf die vorgehen und muss dann zurück. Aber dachte ich jetzt auch irgendwie. Warte mal, habe ich gerade einen Denkfehler reinproduziert? Ist egal, ich bleibe jetzt da stehen, wo ich stehe. Kann sein, dass ich gerade einen Denkfehler produziert habe. Wie haben wir das eben gemacht? Na, müsste man von da aus dann 4 zurück? Mhm. Du gehst quasi zum Ziel, musst dann aber die... Nee, du hattest die Differenz, glaube ich. Also abzug. Nee, du musst von da aus zurück, ja. Ja, das stimmt schon. Ist schon okay. Jetzt, und ich habe jetzt, ich muss jetzt 3 zurück. Weil vor mir sind 2 Felder und ich habe eine 5 gewürfelt, das heißt, ich muss 3 zurück. Du musst 3 zurück, genau. Genau. 1, 2, 3. Du kannst es aber. Du bist ja jetzt nochmal dran. Ich muss ja aussetzen, weil ich eine Kokosnuss auf den Kopf bekommen habe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eine 5. Ich würfel jetzt einfach eine 5. Würfel einfach eine 5. Oh. Das ist echt dein Ernst. Ich passe da gar nicht hin. Aber du kriegst. Und das Witzige ist, Kokosnuss auf die Dattel. Der hat einen Haufen Kokosnüsse. Das ist ein ganz schön mieser kleiner Affe. Ich brauche eine 3 und ich darf 2-mal. Ja. Das ist eine 2. Das wird doch nichts. Und jetzt die berühmte 1. Ich kann den Schatz schon riechen. Yeah! Yeah! Na dann. Glorreicher Schatz! Open up. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Ja, so 20, 25 Minuten, eine halbe Stunde. Und eine gute Zeit. Wir haben ja durchaus das ein oder andere Gedankenexperiment noch durchgeführt. Richtig, richtig. Und jetzt könnte man eigentlich gleich wieder anfangen, weiter mit den schönen Sets zu spielen. Ja. So als Kind. Man könnte ja quasi tatsächlich das sogar nachbauen. Hm? Du hast ja alles, was du brauchst. Ach so, und jetzt, dass du den Spielplan nachbaust. Genau, du hast quasi die Sets. Hm?
und baust dir das zusammen und baust dir so ein bisschen eine kleine Welt und dann legst du einfach einmal zwei Platten aus. Ja. Oder genau. Zweimal zwei Jumper Plates, wo du dann die Figur mit einem Dings drauf machen kannst. Stimmt. Oder du machst die einmal zwei Jumper Plate unten und die zweimal zwei Plate dann oben drauf, dass du die so ein bisschen drehen kannst. Stimmt, stimmt. Und dann kannst du quasi immer deine Minifiguren dahinsetzen. Das wäre natürlich geil. Du hast ja die Anzahl. Aber jetzt hast du was Feldern gesagt. Ne? Jetzt werden die Leute da draußen sagen, na Andi, wir brauchen eine Bauanleitung, wie man das hier aus Legosteinen nachbaut. Weil, ich sag mal so, das kann man schön kopieren. Mhm. Man kann das natürlich auch kopieren, aber das wäre mal so ein Projekt für den nächsten Winter, weil das dauert, glaube ich, einen Moment. Das dauert einen Moment. Und man muss vielleicht im ersten Step auch nicht unbedingt hier die Großsets hinstellen. Ich stelle mir gerade vor, so nur die Inseln und die weißen Spielfelder und, wie hieß er, Don Pedro. Don Pedro Spinoza. Don Pedro. Du kannst aber auch die bedruckten Grundplatten nehmen als quasi stimmt, die Insel. Und stimmt, hier kannst stimmt. du zum Beispiel das Set nehmen und machst noch eine zweite Grundplatte daneben. Mhm. Und dann machst du hier noch eine Grundplatte. Ja. Das wäre auch ein geiles Display zum Ausstellen. Da wird schon was einfallen. Ja, also, was haltet ihr von dem Spiel? Habt ihr auch Bock, das mal zu spielen? Das wäre nämlich auch die nächste Frage. Es macht auf jeden Fall Spaß. Die Frage, man kommt halt nicht so einfach ran. Es sei denn, du scannst das alles ein und wir bieten es als Download an, den Plan, den man sich ausdrucken kann. Klingt nach einem Plan. Zum Dann Beispiel. Hat man es zwar für Puristen nicht im Original, aber guck mal, so haben wir es ja mit der Anleitung zu diesem kleinen Special Lego Technik Motor Einzylinder Ding auch gemacht. Stimmt. Also und ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das hier jeweils das ist A4. A4 ja, ist. Das heißt, wenn man das sozusagen einzeln einscannt und druckt sich das jeweils auf A4 aus und klebt es dann mit Tesafilm zum Beispiel zusammen. Oder man findet einen Copyshop, der einem das Ganze als Poster druckt. Weißt du was? Wir machen beides. Wir machen die A4 einzeln zum Drucken und ich setze mich hin, schnippel das alles zusammen, damit keiner Arbeit hat damit. Und stelle das als A4-Download bereit, sodass man in seinen Copyshop des Stimmt. Vertrauens gehen kann. Und eventuell haben die ja sogar ein bisschen stärkeres Papier da, ja, dass genau, man es sich ausdrucken genau. kann. Kann man ja. Großartig. Oder du hast ein bisschen dünneres und wickelst das dann wirklich immer auf wie so eine Schatzkarte und stellst dann noch so. Ja, stimmt. Es ist wieder mal. Es gibt viele, viele Ideen. Ja. Ich am meisten geflasht bin ich trotzdem von deiner Idee, das alles so als Display nachzubauen. Vielleicht nicht in der Größe, vielleicht ungefähr viermal so groß. Das wäre richtig geil. Das wäre eine coole Geschichte, ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe auf alle Fälle jetzt richtig Bock, was Schönes zu essen. Und gute Idee. Wir werden jetzt was Schönes essen gehen. Und ich hoffe, ihr hattet eine coole Zeit mit uns beim Spielen zugucken und so weiter. Und wir sehen uns schon sehr bald wieder, liebe Freunde und Freundinnen. In diesem Sinne, Peace.